In den Fokus des himmlischen Musikmeisters war ein kleiner Engel geraten, der klammheimlich den Probensaal verließ, während alle anderen denselben betraten. »So nicht«, erschallte des Musikmeisters Wort und zitierte den kleinen Engel zum Rapport. »Zeit wird's, dass auch du lernst ein Instrument.« »Oh nee, keine Lust drauf«, war des kleinen Engel Argument. »Wie bitte? Ich hab dich wohl nicht recht verstanden. Auch du sollst im himmlischen Orchester landen. Hier ist eine Flöte. Das ist das allerschönste Instrument. Auch wenn's nicht jeder so beim Namen nennt.« Mit viel Zuversicht griff er nun zur Flöte, doch sie brachte ihn in echte Nöte. Tief holte er Luft und blies hinein, doch die Flöte blieb stumm. Das war gemein. Es blieb ein Graus. Nix mit, spiel schön rein, kommt's auch schön raus. Nach und nach probierte der kleine Engel Geige, Tuba, Oboe, selbst das Singen. Doch nichts davon wollte ihm gelingen. Irgendwann lagen bei allen alle Nerven blank. Da hatte der kleine Engel eine geniale Idee, dem Himmel sei Dank. »Ich liebe Musik. Doch was nützt die schönste Musik, wenn keiner sie hört?« Dieser Gedanke, laut ausgesprochen, hat im Engelorchester so manchen verstört. »Ich möchte auch lieber Zuhörer sein.« »Ich auch.« »Ich auch«, fielen gleich ein paar Engellein ein. »Ich habe keine Lust zu üben«, rief einer. »Und wenn ich übe«, sagt einer, »will's hören keiner. Für mein Instrument habe ich nie die richtigen Blätter. Und überhaupt finde ich ein Leben ohne Klarinette viel netter.« Herr Jemini, der Musikmeister wurde weiß und blass um seine Nase und verfügte, dass fortan nur jener Engel Streiche singe, blase, dem es ein echtes Herzensbedürfnis sei. Und alle anderen sind jetzt frei. Ach, was hörte man die Engel vor Erleichterung scherzen und lachen, hatten sie doch nun endlich Zeit für andere Sachen. Und im himmlischen Orchester blieben nur diejenigen zurück, für die das Musizieren war ein großes Glück. Nach der Weihnachtsaufführung herrschte Einigkeit. Es war das schönste Konzert seit langer Zeit. Glücklich kann sich schätzen, wer gefunden hat im Leben seinen Platz. Denn das, das ist ein wahrer Schatz. Und für jeden sollte es so werden, im Himmel wie auf Erden.